Und herzlich willkommen zurück. Was wir jetzt direkt mal gucken können, ist, ob meine Vermutung stimmt und wir jetzt an Mewtwo rankommen. Taubsi fliegen nach da oben. Und ist jetzt frei. Ach man. Ist das immer noch blockiert? Scheiße, ich dachte, wir bekommen Mewtwo vor der Pokémon-Liga. Müssen wir wirklich erst die Liga besiegen, um an Mewtwo ranzukommen? Das wäre mal richtig hässlich. Ja gut. Ja, dann gehen wir jetzt halt wirklich direkt zur Pokémon-Liga. Dann scheint das mit Mewtwo aber erstmal nicht zu klappen. Taubsi fliegen. Und zwar müssen wir da nach... Da. Jetzt haben wir aber auch ein kleines Problem. Genau, wir müssen erstmal wieder unsere alten Pokémon holen. Denn wir brauchen VMs. Und ich habe keinen Bock, jetzt die VMs extra Arctos und Zapdos beizubringen. Einfach because it's stupid. Von daher tauschen wir jetzt nochmal ein paar Pokémon hier aus. Zumindest für den für die Siegesstraße, also quasi vor den Top 4. Wenn wir bei den Top 4 sind, kommen wir da auch nochmal in so ein Pokémon Center. Das heißt, können wir die Pokémon wieder zurücktauschen. Also Arctos und Zapdos eintauschen quasi. Bis dahin haben wir dann hoffentlich auch Lavados. Pokémon ablegen. Zapdos ablegen. Und Arctos ablegen. So, Pokémon mitnehmen. Nocturne, Evoli, Nidoran, Ypsilas. Chigi nehmen wir mit. Oh, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann haben wir eigentlich alle VMs, richtig? Pokémon. Wir haben Fliegen, Zerschneider, Stärke und Surfer. Genau, alle Folgen, die wir brauchen. Weil Blitz brauchen wir nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wo dunkle Höhlen sind, da, soweit ich weiß, keine. Wir brauchen halt hauptsächlich nur Surfer und Stärke. Selbst bei besser Schneider weiß ich nicht, ob wir das wirklich brauchen werden. Aber haben wir jetzt dabei, von daher. So, dann gehen wir jetzt. Achso, jetzt kämpfen wir aber glaube ich nochmal gegen Gabby, kann das sein? Oder war das bereits, weil wir bereits gegen ihn gekämpft haben, dass der Kampf damit quasi jetzt hinfällig ist? Oh, geh mir halt nicht auf den Penis, du Penis. Level 2, Alter, komm. Das ist nur eine reine AP-Verschwendung. So, wir speichern auf jeden Fall nochmal. Und er ist tatsächlich nochmal da. Okay. Ah gut, mal gucken. Was? Echt? Was für eine Überraschung! Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool! Ash, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwerben, indem ich dich besiege. Also los geht's! Hahaha, der war so gut, du mich besiegen. Gut, ich weiß nicht, was er für Pokémon hat. Er hat immerhin 6 Pokémon. Die Frage ist, reicht da mein Zwetbo aus? Warum sind deine Pokémon schwächer als die von Giovanni? Das macht ja gar keinen Sinn. Weil, ne, er ist jetzt quasi von der Liga der letzte große Trainer. Da hätte ich jetzt gedacht, dass er stärker ist als Giovanni. Obwohl, vielleicht hat er dafür andere Pokémon. Also, ne. Verschiedene Typen und sowas alles. Nein, Giftstachel! Und ich bin direkt gefickt. Komm, mach mal Psychstrahl. Konfusion wird mir zu hart, zu scharf, zu was? Egal. Sandama wurde besiegt. 1600 EP. Erreicht Level 66. Ja, leck mich am Arsch. So, oh wei. Aha. Ich sag mal so, oh wei, oh wei. Oha. Attacke ist nicht effektiv. Ah, das habe ich fast befürchtet. Ist nicht so effektiv. Nein, ich gebe Futter. Du Hurensohn. Also muss ich dann danach nochmal zum Pokémon Center mein Pokémon entgiften. Attack ist nicht effektiv. Ja. 1000 EP gerade mal. Leck mich doch am Arsch. Vielleicht sollte ich die anderen Pokémon immer erstmal schlafen legen. Macht das Sinn? Aua.
Er hat ja, glaube ich, auch einen Abra, ne? Also Abra wird es auf jeden Fall, wobei, nee, es ist, glaube ich, sogar schon Simsal, kann das sein? Alter Schwede, oh, what the fuck? Volltreffer, würde mich verarschen? Okay. Ich glaube, den Kampf können wir nochmal machen. Muss ich wirklich erstmal die ganzen Pokémon immer schlafen legen? Das ist ja hier. Holy shit! Vor allem für noch 50 KP? Ich glaube mal. Alleine das Gift bringt uns jetzt um. Ja. Wir haben noch mehr als 4 Runden. Das schaffen wir also definitiv nicht. Ja, okay. Okay. Schade eigentlich. Das heißt, Pokémon immer erstmal schlafen legen. So, gut. Dann da mal endlich. Den haben wir auch so geschafft. Vielleicht Angewohnheit. Gipfstachel. Oh, aber ab dem nächsten Pokémon liegen wir die Pokémon immer erstmal schlafen. Ich denke mal, das macht Sinn. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich Giftpuder und Schlafpuder behalte. Gut, eigentlich könnte ich Schlafpuder sogar verlernen, weil Schlafpuder, habe ich gemerkt, nutze ich eh nicht. Ah, nee, andersrum. Giftpuder nutze ich nicht. Eben, Schlafpuder brauche ich doch. Oh, weil ich schläft. Oh, wei, oh, wei. So. Alter. Du gehst mir bitte nach oben. Jetzt für die Liga werde ich dich wahrscheinlich sowieso öfters benutzen, von daher. Obwohl, nicht kommt das. Was? Genau, Psych 3. Buja! Attacke ist nicht effektiv, aber ich stehe fest. Yay, aber ich gehe durch, sehr schön. Und scheinbar hat Gary keinen Aufwecker. Ja, dich muss ich auf jeden Fall schlafen legen, weil du benutzt leider Glut. Und Glut ist so ziemlich, hat man ja gesehen, ganz schöner Arschweg. Gegner Wolvona schläft fest. Und da war es dann auch mit Wolvona. Mit Wolvona. Mit Kalona. So, aus, aus. Ach komm, ich schicke einfach alle schlafen. Was? Ja, treffe ich immer nicht oder hat gar keine Wirkung bei dem? Alter, los! Okay, hab nur zweimal nicht getroffen, danke dafür. Direkt wieder halb tot hier, was ist denn los? Finde ich aber nicht so geil. Immerhin 2000 DP. Oh. Das Ding müssen wir auf jeden Fall schlafen legen. Aber sowas von. Und jetzt bitte bei mir. Och klar, jetzt wird wieder dreimal nicht. Geht doch. Alter. So, die Sache ist. Ach komm. Weil eben Psycho jetzt gegen Psycho natürlich nicht so effektiv. Aber wir sind ein Stiftkadabra. Volltreffer. Yay, nochmal Volltreffer. Sehr schön. So, 1500 EP ist ja nicht so viel. Blizzard. Ach komm, leg dich schlafen. Was? Alter, was ist denn los? Okay. Dann sag ich ihn zum Glück auch daneben. Warum geht Schlafpuder denn so oft daneben? Ey,
hässlich. Ist ja richtig hässlich. Ich meine, irgendwo ist es auch ein bisschen fair, ne? Weil ich meine, sobald Schlafwurde einmal wirkt, ist das generische Pokémon quasi kampfunfähig. Von daher wäre es schon gut, dass es nicht direkt beim ersten Mal wirkt, aber trotzdem ist es natürlich deprimierend für uns. Und Ash besiegt Gary. Yay! Was? Ich war zu unvorsichtig. Ash gewinnt 3400. Tja, Ash. Tja, Gary. Muss auch den Game Boy neu starten. Haha. Ash, wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Das Witzige ist, wir haben ihn jetzt besiegt, ja? Und trotzdem müssen wir dann in der Pokémon-Liga als allerletztes nochmal gegen Gary kämpfen. Der Typ nervt uns so oft, also so behindert. Deswegen müssen wir uns dann echt mit Items eindecken. So, jetzt gehen wir erstmal zum... Achso, wir hätten noch fliegen können. Egal. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zum Pokémon-Center. Können wir die Folge nicht auch gleich wieder beenden hier? Tja, und ab der nächsten Folge geht's dann tatsächlich in die Pokémon-Liga. Hä? Was ist das denn? Ach ja. Och, leck mich doch. Hallo? Danke. Level 4, ey. So. Und damit sind wir in der Pokémon-Liga. Also erstmal auf der Siegestraße, die irgendwie zur Pokémon-Liga dazugehört. Aber, eben. Dann würde ich mal sagen... Sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.